Herzlich willkommen im Fachbereich Gesang hier an unserer Musikschule. Mein Name ist Britta von Anklang und zusammen mit meinen Kolleginnen Christina Kühne und Chonghee Cho unterrichten wir Gesang. In der Pandemie hat es die Sänger und die Chöre besonders hart getroffen, aber im Fernsehen haben wir uns noch viele, viele Castingshows und Gesangsshows angucken können. Zum Beispiel Voice Kids, Deutschland sucht den Superstar, X-Factor, The Voice of Germany, The Masked Singer. Es gibt wahnsinnig viele Gesangsshows und man fragt sich, weswegen? Weil unsere Stimme so persönlich ist und so emotional. Man kann damit die Massen begeistern, man kann aber auch damit scheitern. Wir haben als Sänger kein Instrument dazwischen zum Anfassen, über das wir musizieren. Wir sind als Sänger selber das Instrument und das macht die Stimme schon ein bisschen besonders. Was mich persönlich immer ein bisschen ärgert, ist, dass dann viele sagen, ach, ich hatte ja noch nie Gesangsunterricht und ach nein, ich kann auch keine Noten lesen bei den Interviews. Ganz ehrlich, ich persönlich finde das nicht so sexy zu sagen, ich hatte noch nie Unterricht. Und sehr viele der wirklich erfolgreichen Finalisten, die haben Gesangsunterricht. Und das sehen wir Profis auch sofort an der Mundstellung und an der Art zu singen und der Technik. Und wir hier an der Musikschule unterrichten auch die Songs, die ihr in diesen Castingshows seht. Und wir achten darauf, dass eure Stimme gesund bleibt, dass ihr eine schöne Technik habt, dass ihr auch wirklich bis ins hohe Alter singen könnt. Das ist der Unterschied. Denn ohne Technik kann man eigentlich nicht singen, ohne heiser zu werden. Nur sehr, sehr wenige. Aber das kann man lernen, diese Gesangstechnik. Und auch den Ausdruck dazu. Kinder, die gerne singen ab 6 Jahren, die laden wir in den Langenfelder Kinder- und Jugendchor ein, mit dem wir kooperieren. Dort gibt es 3 unterschiedliche Altersgruppen und man kann in diesem Jugendchor bleiben bis 26 Jahre. Und man lernt vor allen Dingen das wertvolle mehrstimmige Singen. Die Kinder haben viele Auftritte im Jahr, sogar auch in diesem Pandemiejahr. Im September wird in der Stadthalle hier in Langenfeld das Musical Oliver aufgeführt, nach dem Roman von Charles Dickens, Oliver Twist. Im Kinderchor singen wir zum Beispiel Lieder wie dieses hier. Das Lied von der alten Moorhexe. Die alte Moorhexe hext den Teufelsmoor her, dreht sich wild im Kreise um, macht sich schief und lacht sich krumm. Wenn die Tiere ängstlich wütte und die Kinder alle zitte, hält die ganze Welt für dumm, hext herum. Ab 14 Jahren empfehlen wir aus Erfahrung den Solo-Gesangsunterricht für Kinder, die etwas mehr wollen. Und die Kolleginnen und ich unterrichten stilübergreifend. Wir unterrichten Pop, Klassik, Musical, Jazz. Was wir nicht unterrichten, ist Deutschrap. Aber das könnt ihr wahrscheinlich sowieso besser. Für fortgeschrittenere Schülerinnen bieten wir das solistische Vokalensemble Voices, Sounds, Nightingales an. Dort können sich erfahrenere Schülerinnen ausprobieren mit eigenen Arrangements, können die kreieren, die werden dann geprobt und auch aufgeführt. Diese Videos könnt ihr auch auf deren Instagram-Kanal anschauen. Das lohnt sich. Und natürlich haben wir auch Angebote für unsere Senioren, denn mit 66 Jahren, da fängt das Leben doch erst richtig an. Unsere Best Agers, die sind herzlich willkommen im AWO-Chor. Auch dieser Seniorenchor hat viele Auftritte im Jahr, denn die wissen, Singen hält jung und gesund. Meine Kolleginnen und ich, wir freuen uns auf euch und auf sie.